was machen wir denn jetzt? Mir fällt da so eine alte Geschichte ein. Die hat mir unser Opa mal erzählt. Der hat so um 1930 ungefähr das Grundstück an die Kirche verkauft, wo heute die Friedhofskapelle draufsteht. Und der Landvermesser war beim Setzen der Grenzsteine so blau, dass sie nicht dahin gekommen sind, wo sie eigentlich hätten hingehören sollen. Ja, diese Landvermesser, das war schon immer so eine eigenartige Truppe. Ja. Unser Vater sagte immer schon, holt Frauen und Kinder rein und nehmt die Wäsche von alleine, die Landvermesser kommen.